deinen Ton. So, nochmal. Danke, danke. Danke, danke. Ich habe tatsächlich wichtiger vergessen. Hinweis. Super. Also, alles nochmal von vorne. Oh, ja. Jetzt müsste der Ton da sein. Okay. Ich hatte vergessen, mein Mischpult anzustellen. So einfach also sind die Dinge manchmal. Das herzlich willkommen ist auch nicht bei euch herzlich angekommen. Herzlich willkommen ist noch nicht angekommen. Also noch einmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen an diesem Abend. Und gebt nochmal ein Feedback, ob der Ton jetzt da ist. Jetzt müsste er eigentlich da sein. Ja, ich freue mich total. Liebe Magitta, liebe Ulrike, liebe Jenny, liebe Ilona. Ja, und alle ihr Lieben, die ihr jetzt hier nicht im Chat seid, genau. Gebt mal ein Zeichen, ob der Ton jetzt da ist, bitte. Wegen der Zeitverzögerung dauert das immer ein bisschen. Ich muss, glaube ich, noch ein Stück zurück, bis das bei uns ankommt. Dein Kopf wieder. Ach so, ja. Genau. Gisela sagt, alles okay. Okay. Danke, liebe Gisela. Sei willkommen, du Kind der Erde. Sei willkommen, du Kind des Himmels an diesem Ort. In diesem Kreis. Sei willkommen. Himmels an diesem Ort. In diesem Kreis sei willkommen, du Kind der Erde. Sei willkommen, du Kind des Himmels, willkommen hier. So wie du bist, so wie du bist, bist du hier willkommen an diesem Ort, so wie du bist. Bist du hier willkommen in diesem Kreis, so wie du bist. Ja, so wie du bist, so wie du bist, so bist du gemeint. Bist du hier willkommen?
bist du gemeint. Sing es nochmal ganz für dich, alleine, für dich selbst. Heiße dich selbst hier in diesem Kreis willkommen. So wie ich bin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir an diesem Abend gemeinsam uns in dieses neue Jahr singen können, singen dürfen. Und es ist ein großes Geschenk für mich, immer wieder das auch gemeinsam mit euch zu tun, wenn wir uns gerade nicht persönlich treffen dürfen. Und egal, wie du jetzt heute hier angekommen bist, ob dein Tag anstrengend war oder vielleicht ganz entspannt und wunderschön, ob du gerade völlig durcheinander bist durch diese ganzen Verordnungen und Lockdown und was auch immer, oder ob du ganz entspannt dadurch bist, ganz egal, nimm dir einfach einen Moment Zeit anzukommen, bei dir jetzt selbst, da wo du jetzt bist, zur Ruhe zu kommen. Egal, was heute war, und heiße dich willkommen mit allem, was du mitbringst. Mit deinen Ängsten, mit deinen Unsicherheiten, genauso wie mit deiner Freude und deiner Leichtigkeit. Und ja, wenn du magst, nimm dir einfach einen Moment, auch die Augen zu schließen. Einfach mal tief zu atmen. Zu spüren, wie die Lebenskraft in dich hineinströmt und wieder hinaus. Und lass mit dem Ausatmen alles gehen, was nicht zu dir gehört, was du nicht mehr brauchst. Und vielleicht magst du dich auch einfach mal recken und strecken. Und wenn du jetzt nicht so wie wir vor der Kamera sitzt, dann vielleicht magst du auch einfach aufstehen und dich da einfach mal so richtig recken und strecken. Ah, und stöhnen und seufzen und
einfach alles, was anstrengend war, vielleicht auch heute im Laufe des Tages oder in den letzten Tagen einfach abzuschütteln. Genau, vielleicht gerade wenn du stehst, ist es auch gut, dich einfach mal zu schütteln. Wenn wir uns schütteln, dann kommt einfach die Lebendigkeit auch in unseren Körper zurück. Oder vielleicht magst du einfach mal hier so deine Schultern, deine Arme reiben, deinen ganzen Körper mal reiben. Genau, die Brust und vielleicht auch mal dein Gesicht, deine Beine. Genau. Genau. Einfach so, ich habe so das Gefühl, wir sind so begrenzen uns so sehr in unserem Sein. Und das, ich nehme das so wahr, dass das so oft so, dass wir so wie erstarrt sind in diesen ganzen Verordnungen und Veränderungen. Und da hilft es einfach manchmal ganz bewusst, einen Moment zu atmen, sich zu schütteln, sich zu reiben, den Körper zu spüren, den Körper wieder lebendig zu machen und die eigene Lebendigkeit wieder zu spüren. Und meistens, also mir geht es dann so, dass ich dann, wenn ich das gemacht habe, dass ich einfach mit allem wieder viel besser umgehen kann. Und das wünsche ich dir und uns. Dafür möchte ich heute singen. Ich glaube, diese Zeit wird uns noch eine, diese Krise wird uns noch eine ganze Weile herausfordern. Und ich glaube, es tut uns allen nicht gut, jeden Tag immer nur aufzuwachen und zu warten und zu denken, oh, wann ist es endlich vorbei? Und dann wird es so, dauert es so lange und es zieht sich. Und ich glaube, es ist einfach viel besser, jeden Tag zu genießen, jeden Tag neu uns wieder auf uns selbst zu konzentrieren, Kraft zu schöpfen und zu schauen, was hilft mir, was stärkt mich, was hilft mir, jeden Tag neu mich zu stärken, meine Wurzeln zu stärken, meine Verbindung zur Quelle oder zum Göttlichen oder was auch immer dich stärkt. Die Verbindung zum Licht in dir selbst, das, was du wirklich bist. Wir sind so viel mehr als das, was wir glauben zu sein. Und wir sind so viel mehr als das, was uns in den Nachrichten oder irgendwo in den Medien erzählt wird. Und uns damit immer wieder zu verbinden, aus dieser Dreidimensionalität ein Stück auszusteigen und ein Stück, ja, die Energie einfach anzuheben, und da hilft es Singen, und das, dafür möchte ich heute singen, das Licht in uns zu stärken, den Schöpfergeist in uns zu stärken, dass wir, ich glaube, mit dem Denken, in dem wir uns gerade drehen, ist sowieso dieses ganze Problem gar nicht zu lösen, sondern ich liebe ja diesen Satz von Pablo Picasso oder von wem war er, dass wir ein Problem niemals auf der Ebene lösen, in der es, oder Einstein, wir können es niemals lösen auf der Ebene, auf der es entstanden ist. Und uns da jetzt einfach mit dem Singen eine Ebene nach oben zu erhöhen, in eine höhere Schwingung zu singen und zu vertrauen, dass uns der Weg gezeigt wird, immer wieder. Dazu lade ich uns ein. Ich freue mich, ja, über so viele wundervolle Kommentare hier von euch. Wow, von überall seid ihr dabei. Und ja, lasst uns gegenseitig stärken, unseren Schöpfergeist stärken. Mit einem wundervollen Lied von Anne Charman. Im großen Kreis des Lebens bin ich eingebettet im Werden, Wachsen und Vergehen. Großen Kreis des Lebens bin ich eingebettet im Werden, Wachsen und Vergehen. Und vergehen, ich ein.
Schließ einfach noch mal einen Moment die Augen. Es ist immer gut, nach diesen Liedern einen Moment innezuhalten. Atme diesen Schöpfergeist in dir ein, die kreative Kraft in dir, das Licht, das du bist. Atme es in alle deine Zellen, so gut es dir möglich ist, dass du dich daran wieder erinnerst. Ah.
Ja, danke, dass ihr mit uns singt. Und ich lade dich ein, einfach mal vor deinem inneren Auge dir diesen Kreis ganz nah zu holen. Die Menschen, die du vielleicht hier im Chat siehst, die Menschen, von denen du vielleicht weißt, dass sie dabei sind, auch oder von den Menschen, die Menschen, von denen du dir wünschst, dass sie dabei sind. Hol sie dir einfach vor deinem inneren Auge ganz nah in diesen Kreis und lass dich spüren, dass wir alle hier verbunden sind, auch mit denen, die jetzt vielleicht nicht zeitgleich, sondern zeitversetzt später mit uns singen. Hol auch die einfach in den Kreis hinein. Es ist nicht wichtig, auch wenn du das jetzt später siehst, ist nicht wichtig, ob wir zur gleichen Zeit singen. Wir sind einfach verbunden über das Singen. Und so, auch wenn ich jetzt vor meinem äußeren Auge nur diese Kamera sehe, ja, sehe ich doch vor meinem inneren Auge euch da sitzen, an den verschiedenen Orten. Ja. Und es ist einfach total schön zu wissen, dass wir im Singen uns vernetzen. Und bei uns piept es gerade, vielleicht magst du einmal den Pieps unten ausmachen. Irgendwas gleich wieder da. Genau. Und es ist für mich so ein wundervolles Bild, mir vorzustellen, wie wir uns, also für mich ist dieses Singen auch ein Üben, diese neuen Wege, dieses neue Miteinander, das wir uns so sehr wünschen zu üben. Und auch über die Entfernung spüre ich einfach, wie wir verbunden sind. Und das ist für mich ein großes Geschenk, dass ich lernen darf, dass ich nicht nur mit den Menschen verbunden bin, die ich wirklich berühren kann und die ich sehen kann direkt, sondern dass wir alle verbunden sind, auch wenn scheinbar so viel Entfernung zwischen uns liegt. Und wer weiß, wie das Neue aussieht, wo wir hingehen. Ich glaube, es ist so viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Das Alte will vergehen, das Neue ist noch nicht zu sehen. Neue Wege entstehen. Alte will vergehen, das Neue ist noch nicht zu sehen. Neue Wege entstehen, wenn wir sie gehen. Sei bereit, sei bereit, neue Wege zu gehen. Zu sehen, sei bereit, sei bereit, alte Pfade zu verlassen, sei bereit, sei bereit, das Neue in dein Leben einzulassen. Die alten Pfade verlassen, mutig neue zu schaffen. Thank you.
alte Pfade zu verlassen. Sei bereit, sei bereit, das Neue in dein Leben einzulassen. Neue Wege, die du noch nicht kennst, neue Wege, die du erst benennst, neue Wege, sie öffnen sich dir jetzt schon tief. Neue Wege. Wer weiß, wie sie aussehen, die neuen Wege in diesem Jahr. Ich lade dich ein, das, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst, ganz nah zu dir zu holen, in dein inneres Auge und es in Gedanken wahrzumachen. Also Gedanken sind immer der erste Schritt. Gemeinsam weben wir diese neue Zeit, dieses neue Jahr, wie auch immer es werden wird. Ich bin sehr gespannt. Ich gucke immer mal so zwischendurch in den Chat, aber wenn ich nicht alles lese, verzeiht es mir, ich werde es im Nachhinein nochmal lesen. Ich glaube, du kannst noch ein bisschen weiter hier zu mir rutschen, wir sind so weit auseinander, oder? Gut. Ich mache mein Herz auf. Werde weit. Ich mache mein Herz auf und öffne mich. Ich mache mein Herz auf für dieses neue Jahr. Und wenn du etwas hast, wofür du dein Herz öffnen möchtest, dann schreib es auch gerne gleich in diesen Chat und dann können wir das gerne in dieses Lied einweben
Vielleicht passt es ja. Ich fange einfach mal an. Und wenn dir etwas kommt, dann schreib es gerne rein. Ich mach mein Herz auf Erde weit. Ich mach mein Herz auf und öffne mich. Ich mach mein Herz auf Erde weit. Ich mach mein Herz auf und öffne mich für die Schönheit des Lebens, für die Schönheit in mir, für die Schönheit im Leben, für die Schönheit. Freude im Leben, für die Freude.
Wenn du magst, nimm noch einmal für einen Moment Kontakt mit deinem Herzen auf. Atme tief in dein Herz hinein und atme die Liebe und die Schönheit und die Dankbarkeit und alles, wofür wir gesungen haben, die Hoffnung, die Heilung. Atme es tief in dein Herz hinein, dass es sich immer wieder daran erinnern kann, wenn es eng wird und ängstlich wird. Dass die Liebe niemals verloren geht. Atme es einfach ganz tief in dein Herz und lass dich spüren, dass du in all dem verbunden bist, in diesem Kreis hier mit diesen Menschen und mit allen Menschen auf diesem Planeten. Dass du mit allem, was du denkst und fühlst, nicht alleine bist. Danke, danke, danke. Danke, dass du hier mit mir singst, immer wieder. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf und dich begleiten darf. Schön hier. Und mit Antje und ich weiß nicht mit wem noch, auch zweite Stimme singe, auch wenn ich dich nicht höre. Da sind bestimmt noch andere. Ja, ja. Genau, es macht einfach Spaß. Ja, dich. Mit dem nächsten Lied mag ich dich einladen, das Licht in dir noch viel tiefer zu fühlen, dich damit zu verbinden. Es ist ein englisches Lied und wir haben es schon so oft in der Borbia Kirche gesungen und an anderen. Und ja, ich mag mir jetzt einfach vorstellen, wie wir voreinander singen, stehen und es miteinander singen. Und
Through your eyes shines the light, durch deine Augen scheint das Licht. Mashallah, mashallah. Allah ist das göttliche Licht in dir. Wonder of God in you, das Wunder Gottes oder der Göttin in dir. Mashallah, mashallah, mashallah. Wonder of God in you. Das ist, glaube ich, schon der gleiche Text, ganze Text. Through your eyes shines the light. Vielleicht magst du deine Trommel dazu. Through your eyes shines the light. Mashallah, mashallah. Wonder of God in you. Through your eyes shines the light. Mashallah, mashallah. Wonder of God in you. Mashallah. Gleich ein bisschen lebendiger wird. Fühl dich auch herzlich eingeladen, aufzustehen, zu tanzen, das Licht in dir, in deinen Augen zu tanzen. Through your eyes shines the light, mashallah, mashallah, wonder of God in you. Through your eyes shines the light, mashallah, mashallah, wonder of God in you. Mashallah, mashallah.
lass dich das Licht, das göttliche Licht in dir spüren. Atme es ein, lass es von oben in dich hineinströmen, in all deine Zellen, dass sie sich erinnern können, dass du ein göttliches Wesen bist. Und alle Gedanken, die dir etwas anderes erzählen, nicht wahr sind. Lass dich einfach nochmal dieses Licht einatmen und beim Ausatmen alle alten Gedankenmuster, Glaubensmuster, das, was vielleicht andere dir eingeredet haben, was du bist, dass du klein bist, dass du nicht gut genug bist, was auch immer da an dich klein hält, atme es aus, lass es mit deinem Ausatmen aus dir hinaus strömen. Und atme das Licht ein, deine wahre Größe, verbinde dich mit deinem göttlichen Licht. Und erinnere dich, dass du mehr bist als das, was du, deine kleinen Gedanken, was dein kleines Ich dich glauben lässt. Ich sehe gerade so vor meinem inneren Auge, wie überall da an diesen Orten, wo ihr alle seid, wo wir alle sind, diese kleinmachenden Gedanken gerade alle so in die Erde gezogen werden und von der Erde gewandelt und das neue Licht und ja, unser Licht einfach sich entfaltet und wie sich unser Licht, dass wir mit unseren Tönen, mit unseren Klängen, mit unseren Liedern, unserer Stimme in die Welt strahlen lassen, wie es leuchtet und die Welt einfach heller macht. Musikwunsch. Was stimmt da gerade nicht? Was ist da schief? Erwach, steh auf, leb deinen Traum. Ich glaube, es ist an der Zeit, unsere Träume nicht mehr nur zu träumen, sondern zu leben. Erwach, steh auf, leb deinen Traum. Geh Schritt für Schritt entgegen. Schritt für Schritt auf deinen Wegen. Sie führt dich zu dir. Sie führt dich zu dir. Sie führt Thank you.
Vielleicht magst du deinen Traum ganz nah zu dir holen, das, was du dir wünschst. Und oft sind es nicht die großen Schritte, sondern oft sind es die ganz kleinen Schritte. Wenn ich mir mehr Liebe in meinem Leben wünsche, zum Beispiel einfach ganz liebevoll mit mir selbst zu sein und mir morgens beim Aufwachen liebevoll guten Morgen zu sagen, oder wenn mir etwas nicht so gelungen ist, wie ich es gerne gehabt hätte, einfach liebevoll mit mir selbst zu sein und geduldig und einfach diese kleinen Schritte. Und sicherlich weiß deine Seele, welche Schritte es für dich sind. Irgendwie ist heute Visionstag, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist es immer so Anfang des Jahres. Das ist die Zeit der Visionen.
Und ich glaube, es hilft nicht so viel, mir gute Vorsätze zu machen, irgendwie, was weiß ich, mehr oder weniger zu essen oder so. Aber was mir in diesem Jahr nochmal sehr viel bewusster geworden ist, in diesem Jahreswechsel, ist, dass ich mir eine Absicht kreieren kann, mit der ich ins Jahr gehen möchte. Und erlebe gerade, dass das wirklich was verändert. Also so diese Vorhaben, öfter joggen zu gehen oder weniger zu essen oder mehr zu essen oder was auch immer, das läuft meistens so verläuft meistens so im Sande. Aber so dieser Gedanke, wie möchte ich eigentlich sein in diesem Jahr? Das hat in mir ganz viel bewegt und zu mir kam so dieser Satz, ich bin eine Botin der Liebe. Und mir das immer wieder morgens zu sagen, immer wieder zwischendurch am Tag zu sagen, in der Liebe liebevoll zu handeln, das lässt mich nicht jeden Moment immer liebevoll handeln, aber es macht es mir immer mehr bewusst und es hilft, immer mehr dahin zu kommen. Und das finde ich gerade ganz spannend. Also vielleicht einfach so als Impuls für dich. Vielleicht gibt es auch bei dir sowas, wo du sagst, so, oh, ich möchte einfach so eine heilige Absicht. Wenn du sowas hast, schreib es auch gerne in den Chat. Finde ich total spannend, womit du gerade so unterwegs bist. Was dich führt, was dir Führung gibt in diesem Jahr oder was dir hilft, deine Essenz, dich selbst immer mehr in die Welt zu bringen und ja, das Neue, deinen Traum, deine Vision zu schaffen. Und für mich ist das so die große Vision, dass wir alle immer mehr in unsere Kraft kommen, immer mehr leuchten und gemeinsam Hand in Hand das Neue erschaffen. Und ich glaube nicht, dass das Neue auf einmal so über uns kommt und ich wache morgens auf und alles ist anders, sondern ich glaube, dass wir das Neue, diese neue Zeit wirklich gemeinsam kreieren, gemeinsam erschaffen und Schritt für Schritt, Stück für Stück weben. Und deshalb mag ich dieses Lied noch einmal mit euch singen, Hand in Hand. Ich bin hier, höre den Ruf, begegne dir auf meinem Weg. Du bist hier, hörst den Ruf, begegnest mir auf deinem Weg.
können wir unsere Angst überwinden. Zusammen können wir uns selber finden. Meinem inneren Auge eure Hand in meiner liegen. Und ich sehe unseren Kreis verbunden, Hand in Hand. Ich sehe uns gemeinsam, dieses neue Leben. Eine liebevolle, lebensdienliche Welt, in der alle Menschen und alle Wesen in Freude und in Liebe miteinander leben. Ja, danke. Und unsere Zeit geht schon wieder zu Ende. Noch mal kurz. Aus dem Ruhrgebiet, aus Berchtesgaden. Wow, so weit. Ich lese mir alles nachher in Ruhe durch. Ich bin getragen, gehalten. Nicht missen. Das stimmt da noch nicht so ganz. Besser an, wenn die Gitarre gestimmt ist. Ein letztes Lied. Und wenn ich jetzt dieses Mal nicht so viele Liedwünsche oder gar keine erfüllt haben sollte, verzeiht es mir. Ich merke es mir fürs nächste Mal. Ich bin getragen, gehalten. Nicht wissend, wohin der Weg uns führt. Ich bin getragen, gehalten. Nicht wissend, wohin der Weg uns führt. Ich bin getragen, gehalten. Ich darf vertrauen.
getragen, gehalten, nicht wissen, wohin der Weg uns führt. Wir sind getragen, gehalten, nicht wissen, wohin der Weg uns führt. Schützt und geborgen, gehen wir in einen neuen Morgen. Beschützt und geborgen, gehen wir in eine neue Zeit. Beschützt und geborgen, Morgen, beschützt und geborgen, gehen wir in eine neue Zeit. Wir sind getragen, beschützt und geborgen, gehen wir in einen neuen Morgen. Beschützt und geborgen, gehen wir in eine neue Zeit. Beschützt und geborgen, gehen wir in eine neue Zeit. Gehen wir in eine neue Zeit. Beschützt und geborgen, gehen wir in einen neuen Morgen. Beschützt und geborgen, gehen wir in eine neue Zeit. Wenn du magst, schließ noch mal einen Moment die Augen. Lass es noch mal ganz tief in dir wirken. Atme das Vertrauen ein. Das Vertrauen, dass inmitten all dieser Turbulenzen dieser Zeit, dass all das Chaos, das gerade hier herrscht, notwendig ist. Das Vertrauen, dass aus dem Chaos das Neue geboren werden kann. Dass es immer ein Durcheinander, ein Chaos braucht, damit sich alles sortieren kann. Damit sich das, was wir nicht brauchen, was nicht mehr dient, zeigen und auflösen kann und daraus das Neue geboren werden darf. Atme dieses Vertrauen einfach ganz tief in deine Zellen ein, dass alles, was wir jetzt erleben, letztendlich dazu dient, dass wir wachsen. Und ich bin zutiefst dankbar, in diese Zeit hineingeboren zu sein, mit euch verbunden zu sein und ja, diese Wunder einladen zu dürfen in unser Leben. Jeden Tag neu überraschen zu lassen.
Danke. Ich wünsche dir eine gute, gute Zeit, ein gutes, gutes Jahr und hoffe, dass wir uns nicht erst im nächsten Jahr wiedersehen. Ja. Ich danke euch von Herzen. Inmitten des Sturmes ist es still. Ja. Genau. Wie wahr. Gutes Bild. Ich danke euch von Herzen, dass ihr da seid, dass ihr immer noch da seid. Ich danke ganz besonders all denen, die wirklich von Anfang bis Ende mitgesungen haben. Das bedeutet mir ganz, ganz, ganz viel. Und ich glaube, es hilft uns, dass wir einfach ja, gestärkt durch diese Zeit gehen. Und ich wünsche dir Vertrauen. Vertrauen in das, was wird, in die Veränderung. Eine gute, gute Zeit, bis wir uns wiedersehen. Danke, Namaste. Namaste. Und gute, gute Wege. Tschüss.